Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 6 Updates und 11 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Darius. Ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofgott bist. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update für den Massey Ferguson 2013 und Valtra BDF 1300 von Holz FS, Downloadgröße 4,61 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Distributorversion für Samen hinzugefügt. Diese Version hat keinen Geschwindigkeitsbegrenzer, es liegt am Spieler, dies nach eigenem Ermessen zu definieren. Das Netzfolien-Addon von Didymod Passion kriegt das nächste Update. Downloadgröße 3,43 MB, jetzt in der Version von 1.7.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, neue Marken hinzugefügt, John Deere und Krone. Die polnischen Düngemittelpaletten kriegen das nächste Update, kommen von Tyson. Downloadgröße 0,74 MB in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Polyfosca 6 hinzugefügt. Mais Plus kriegt das nächste Update und zwar kommt dies von The Alien Paul und der Modellleicher. Downloadgröße 207,87 MB in der Version jetzt von 1.0.3.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Spanngurte der Stademühle gefixt, L10N erweitert und Fehler gefixt. Französische, polnische, niederländische und spanische Übersetzung korrigiert. Preise an das Vanilla-Ökosystem angepasst. Preise und Füllmengen der Deuker- und DSV-Säcke-Paletten und Big Bags korrigiert bzw. angepasst. Preise und Füllmengen der kaufbaren Ballen angepasst. Mais Plus, Karottenpaletten und IBC für Wasser, gefiltertes Wasser und Melasse funktionieren jetzt auch für Produktionen, Gewächshäuser, Finanzkategorie der Deuker-Säcke-Paletten und Big Bags geändert. Kleinere Fehler in diversen i3D korrigiert, globale L10N-Abfrage korrigiert, komplette Kompatibilität aller Ballenpaletten, Ballen und IBC zu Universal Autoload hinzugefügt, Mähen von Pflanzen in einem nicht erntbaren Zustand ist jetzt möglich, Abhängigkeit zwischen Rezepten und Fütterungsschilder, Abhängigkeit zwischen Rezepten und Fütterungsslider vereinfacht, Motion Path korrigiert und Fill Types hinzugefügt, Textur der Deuker Rübenpellets korrigiert, Gewichtsanzeige bei Entleeren der Big Bags korrigiert. In diesem Zusammenhang kriegt auch Mais Plus erweiterte Tierfütterung ein Update und zwar natürlich von den beiden gleichen Modder und mit der Downloadgröße von 17 KB in der Version jetzt von 1.0.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, diverse kleine Anpassungen im Zuge des Updates von Mais Plus. Und damit kommen wir zum letzten Update und zwar kommt dies für die Fruchtfolger von Bozio 528, Downloadgröße 0,19 MB in der Version von 2.1.0.3 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Crop Rotation Planner Edit, also Crop Rotationsplaner hinzugefügt, Precision Farming DLC ist jetzt nicht mehr notwendig, kleines Update für die Erntefaktoren von bis zu 5% Unterschied. Damit kommen wir zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese IBC Tank Fix, kommt von 19 Blue Dragon 83, Downloadgröße 0,22 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Der Text hier sagt, leider hat sich bei den bisherigen IBC Container ein Produktionsfehler eingeschlichen. Der Hersteller hat schlichtweg einen Zapfhahn vergessen, um den Container in einem Silo oder einer Produktion entleeren zu können. Aus diesem Grund wurde dem Zulieferer mit sofortiger Wirkung die weitere Herstellung und der Verkauf der fehlerhaften Container untersagt. Dieser Mod ersetzt die bisherigen IBC-Container für Herbizid- und Flüssigdünger mit der modernisierten Variante mit Zapfhahn. Somit ist es nun auch jetzt endlich möglich, diese Container auch in einer Produktion nutzen zu können. Die nächste neue Mod heißt Kalkaufträge. Kommt von MMTRX, Downloadgröße 17 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod erzeugt Aufträge zum Kalken von Feldern. Ich muss dazu sagen, als ich diese Mod hinzugefügt habe, wurde der Ladevorgang bei 24% abgeschlossen und das Spiel stürzte ab. Deswegen muss ich diese Mod entfernen. Nachher hat es wieder funktioniert. Also diese Mod hat, glaube ich, noch Fehler. Ich bin nicht ganz sicher, ob das nur bei mir so ist. Schreibt mir doch, gebt mir doch Bescheid, ob das auch bei euch so passiert.
Die nächste neue Mod heißt New Holland T8 US, kommt von Blauea, Downloadgröße 16,03 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Traktor hier, kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 351 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 647 Litern, 99 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 12,3 Tonnen und kostet 287.000 Euro. Die Konfiguration gibt es in der Standard, dann in der Blue Power, Fiat Agri, der schwarzen und zurück zur Standardversion. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Continental, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Bei den Reifenvarianten, da gibt es eine Riesenanzahl von verschiedenen Reifenvariationen. Ich gehe nur so weit, dass ihr seht, dass es hier auch Bandlaufwerk gibt. Das ist eine Version. Dann gibt es eine zweite Version mit dem breiten Radstand. Und dann gibt es noch eine dritte Version mit Doppelbereifung vorne. Anhängerkupplungen gibt es Standard, Frontgewicht oder Dreipunkt. Motorenausführungen gibt es den 350er Genesis mit 351 PS, den 380er Genesis mit 381 PS, dann gibt es den 410er Genesis mit 409 PS und den 435er Genesis mit 435 PS. Wir kommen zum Lizard P431 und P441 von Austria und Slycliff, Downloadgröße 2,69 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Striegel hier, gibt es in zwei Versionen, einmal den 431er, der wiegt 232 Kilo, braucht 40 PS, hat die Arbeitsbreite von 3 Metern und Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h. Der Preis 750 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft das Obergestell. Und die Designfarbe kann aus derselben Farbpalette gewählt werden und betrifft das, was in den Boden geht. Das ist die 441er Version. Die wiegt 154 Kilo, braucht 20 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern, 8 km/h ist auch hier die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 500 Euro. Die Farbkombinationen haben wir bereits gesehen. Das sind Hacken oder Striegel, mit dem du natürlich Unkraut von deinen Feldern entfernen kannst. Wir kommen zum Lizard 1313 mit Aufbauten. Kommt von Holz FS, Downloadgröße 65,38 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und da gibt es einiges dazu zu sagen. Das ist ein riesiges Paket. Das sind erstmal drei LKWs in drei verschiedenen Versionen und dann natürlich die verschiedenen Aufbauten und Anbaugeräte. Wie auch natürlich hier gibt es ein Big Bag-Gestell. Es gibt auch die entsprechenden großen Big Bags mit 1500 Litern und dann gibt es noch ein Holzbrett. Wir starten mit dem 1313er Normal. Das ist dieser hier, kommt mit einer Leistung von 156 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 180 Litern, 90 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 6,5 Tonnen und kostet 20.000 Euro. Hier beim Fahrzeugrahmen, da kommt es sehr darauf an, was ihr dann draufpacken wollt. Da hier gibt es den 4x2.1, den 2er, da gibt es verschiedene Versionen, da gibt es den 6x2. Auch in verschiedenen Versionen, da gibt es den 4x2CA12T, da gibt es hier auch in verschiedenen Versionen, dann gibt es noch den 25T, auch hier gibt es zwei Versionen. Glas Standard Plus oder Doppel Plus, das ist die Helligkeit der Tönung. Dann Lufteintritt gibt es Standard, dann gibt es Fan, also ein Ventilator oder die Klimaanlage obendrauf. Die Kabine gibt es in der Standard oder hohen Version. Armaturenbrett gibt es Standard und Design 1. Die Vorderseite wird verändert, wenn man hier wählt, und zwar schwarz, schwarz und Stoßstange oder zurück zu Standard. Dann gibt es hier bei den Treppen, also zum Hochgehen, gibt es verschiedenste Versionen. 1, 2, da gibt es glaube ich 6 verschiedene Versionen. Dann beim Auspuff gibt es 2 Versionen, Standard und Chrom. Zierstreifen gibt es verschiedene Farbtönungen, aber das Design bleibt eigentlich sehr ähnlich. Antenne gibt es einmal die rechte Seite PX, dann die linke Seite und beidseitig. Und dann gibt es noch die normale Antenne, rechte Hand, linke Hand und auch beidseitig. Ersatzrad kommt hier hinten drauf. Gibt es Standard, links, rechts oder beidseitig. Kapazität betrifft den Treibstofftank, den Dieseltank, gibt es einmal Edelstahltank mit 180 Litern,
Eisentank mit 250 Litern, dann den Edelstahltank 2 und dann gibt es noch den Kunststofftank mit 270 Litern. Interne Details kann man hier schlecht sehen, gibt es Galone, Stiefel oder ein Hammer. Die Motorenausführung gibt es die 1313er mit 156 PS, die 1316er mit 172 PS, die 1518er mit 195 PS und dann gibt es hier noch die Plus-Version mit 280 PS. Warnton hinten, das ist wahrscheinlich das Rückwärtspiepen. Dann gibt es die Farbgebungen in der zum Beispiel für die Radnabe, den Fahrzeugrahmen, dann die Kabine, Innenbeschichtung, das ist das Interieur und die Felgenfarbe ist klar, die Felge. Dann gibt es den 1313er Munk, da gehe ich nicht alle Details durch, alles bleibt eigentlich genau gleich, außer bei den Versionen hinten hier den Fahrzeugrahmen, 6x2 Munk, 2, 3 und so weiter. Da gibt es dann auch die 25T-Version und zurück geht es zur Standardversion. Alles andere bleibt sich absolut identisch, deswegen gehen wir auch gleich weiter zur nächsten Version. Und zwar ist das die 6x2 Roll-On, das ist die mit einem IT-Runner-Haken dran. Da gibt es auch verschiedene Versionen, 25T, da gibt es diese Versionen. Das sind, glaube ich, 5 Versionen, die wir hier haben. Alles andere auch hier bleibt identisch, die Leistungsmerkmale sind auch identisch, deswegen gehen wir gleich weiter. Hier haben wir einen Kipperaufbau, das ist der CA12T, also für die 4x2 Version, also eine kurze Version, 12 Kubikmeter fast diese und ja, kostet 5000 Euro. Da kann ein Aufbau hinzugebaut werden zu 13,5 Kubikmeter und zurück zum Standard. Die Farbpalette haben wir schon gesehen. Ich mache das mal so, damit ihr das seht. Dann gibt es noch die Karosserie 6x2. Das ist dieser Ballenwagen, kann konfiguriert werden als Standard, Aufbau, Aufbau 2 oder Ladegerät für Holz und der Ballenwagen. Kostet so in der Standardversion 16.500 Euro und wiegt 1,5 Tonnen. Wenn wir Standard nehmen, haben wir ein Füllvolumen von knapp 18 Kubikmetern. Beim Aufbau haben wir 22,5 Kubikmeter, beim Aufbau 3 haben wir 26 Kubikmeter Füllvolumen. Aufkleber gibt es Design 1, 2, 3, 4 und zurück. Kotflügel kann man hinten natürlich verlängern oder keinen. Die Karosserie gibt es hier in diesen Farbtönen, das ist also die Standardpalette. Dann haben wir dieselbe, aber für die Munk-Version. Das ist diese hier, kostet 10.000 Euro. Standard ist das Füllvolumen 10,9 Kubikmeter, dann 20,5 und 23,5 Kubikmeter. Die Aufkleber und so weiter, das haben wir gesehen. Daher gehen wir zur Plattform. Dieser kostet 10.000 Euro, wiegt 6,3 Tonnen und diese kann auch gefärbt werden aus der Standardpalette. Dann kommen wir zum Roll-On, zum 25T, hat 25 Kubikmeter Füllvolumen, wiegt 1,7 Tonnen und kostet 13.500 Euro. Die Karosserie hier kann natürlich eingefärbt werden und die Abdeckung entsprechend auch. Dann haben wir den CA25 6x2, das ist dieser hier, 25 Kubikmeter hat dieser als Füllvolumen. Der Preis liegt bei 15.500 Euro und hier haben wir dieselben Farboptionen, die wir schon gesehen haben. Da gibt es Karosserie 4x2, das ist dann wieder der kurze. Der hat bei der Standardversion ein Füllvolumen von knappen 8 Kubikmeter, dann 15,5 Kubikmeter und dann geht es weiter zu dem Ladegerät aus Holz. Zusätzlich dazu, weil wir ja beim Munk haben wir ja einen Kran drauf, können wir diesen brauchen, um eben selbstständig natürlich dann Big Bags aufladen zu können und so weiter. Deswegen gibt es hier dieses Big Bag Gestell. 80 Kilo wiegt dieses und kostet 100 Euro. Dazu gibt es passend einen Saatgutsack zum Beispiel mit einem Volumen von 1500 Litern und kostet 700 Euro. Dasselbe haben wir für Mineraldünger, auch 1500 Liter und kostet 1000 Euro. Und dann gibt es noch ein Holzbrett. Ich habe nicht herausgefunden, wozu dieses dient. Das sind diese LKWs hier. Habe ich jetzt mal 2 Versionen hinzugefügt. Einmal den IT-Runner und einmal die Plattform. Hier könnt ihr durchspielen. Da gibt es extrem viele Optionen. Ich mache mal hier
das F1-Menü an. Also da gibt es, hier könnt ihr sehen, ich drehe das mal ein bisschen, dass ihr das besser sehen könnt. Gibt es die Gruppe 1, da könnt ihr durchschalten, Gruppe 2, 3, 4 und 5. Dann gibt es hinten wieder eine Gruppe 1, 2, 3, 4 und da könnt ihr so vieles verstellen. Das würde hier definitiv zu weit gehen, wenn ich jetzt hier jede einzelne Funktion durchgehe. Aber ihr könnt die Fenster heben, ihr könnt die Klimaanlage ein- oder ausschalten, könnt die Spiegel verstellen. Es gibt so viele Optionen. Eine schöne Option ist zum Beispiel hier, wenn man hier die Winde senkt, dass man im Prinzip rausgeht aus dem LKW und sich dann hierhin begibt und das dann zu bedienen. Finde ich sehr schön gemacht, also eine sehr schöne Idee. Wir kommen zum alten Unterstand. Dieser kommt von Dithmarscher Modding, Downloadgröße 1,18 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier, Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro, Unterhalt pro Tag 15 Euro. Hier haben wir den Lichtschalter. Und hier drüben natürlich auch noch einen zweiten. Der Großkuhstall 230 ist die nächste neue Mod, kommt von Piesel, Downloadgröße 35,57 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe. Ist dieser Kuhstall hier, Kostenpunkt zum Platzieren 115.000 Euro, Unterhalt pro Tag 44 Euro. Hier ist der Gülle-Ausholpunkt oder die Milch-Rausholpunkt, also der Abholpunkt für die Milch. Hier haben wir den Abzapfpunkt für die Gülle. Hier haben wir den Zugang zum Stall. Von hier können die Kühe gefüttert werden. Wir werden natürlich wie immer den Check machen, ob hier Heu angenommen wird als Balle. Heuballen werden angenommen. Und dann gucken wir hier dasselbe auch für Stroh. Und das sieht auch hier so aus, dass Stroh hier akzeptiert wird. Das ist hervorragend, sehr gut gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimmung in diesem Stall ist hervorragend nachempfunden. Ich glaube das hier, das ist super schön gemacht. Hier haben wir einen Lichtschalter und wenn man hier diesen Lichtschalter betätigt, geht das Licht so rundherum an. Das ist auch ein schönes Detail, weil ja, so ist es tatsächlich, wie das sein könnte. Ne? Hier passen rein, wie gesagt, 230 Kühe. Und ich finde die dekorativen Elemente oder die Effekte hier, finde ich hervorragend gemacht. Sehr schön. Danke, Piesel. Wir kommen zu der Betonproduktionsanlage von MacTrucker 921, Downloadgröße 26,13 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktionen und Fabriken. Ist diese Mega-Anlage hier, also aufgepasst, ihr braucht ein Riesenfeld, um diese platzieren zu können. Ist also riesig und riesengroß gemacht. Kostenpunkt zum Platzieren 296.000 Euro. Zusätzlich gibt es hier unter Verkaufsstationen noch den Verkaufspunkt dazu. Kostenpunkt zum Platzieren 50 Euro. Ich werde hier mal rund um das Gebäude rumsprinten, weil hier das wirklich riesengroß ist. Das Produktionsmenü zeigt an, dass wir Limestone kaufen können und dies dann zu Kalksteine verwandeln oder zu Kalk verwandeln. Dann können wir aus Steinen, die wir auch vom Feld holen, können wir herstellen Kies und Sand. Oder wir können nur Sand herstellen und das Endrezept ist dann Kalk, Kies und Sand gibt zusammen, gibt Beton. Hier können Paletten gekauft werden und zwar große Kalkpaletten, also 6000 Liter für 1150 Euro. Und dann gibt es hier die großen Kalksteinpalettenkiste, das heißt also Kalkstein, der wird dann vermahlen und kommt dann als Kalk raus. Kostenpunkt hier 480 Euro für 6000 Liter. Das sind diese Kalkpaletten und das sind hier diese Betonpaletten. So kann man noch etwas mehr aus den Steinen machen. Hier werden aus Steinen wirklich was veredelt und kann dabei natürlich etwas nebenbei verdienen.
Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Baumzucht, kommt von VX Mapping, Downloadgröße 6,94 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Gewächshäuser. Ist dieses Gewächshaus hier, Kostenpunkt zum Platzieren 15.000 Euro, 100 Euro ist der Unterhalt pro Tag. Hier kann hergestellt werden aus Wasser, Saatgut, Mist und Hackschnitzel, kann hergestellt werden Bambus oder dann kann Agave hergestellt werden, Eibe kann auch hergestellt werden oder gezüchtet werden und Buchsbaum kann auch entsprechend hergestellt werden. Hier habe ich jetzt mal Eiben hergestellt und der aufmerksame Zuschauer hat bemerkt, dass es hier unten ein neues Icon gibt, automatische Bewässerung, und das führt mich zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese automatisches Bewässerungssystem, kommt von Olaf TNT, Downloadgröße 62 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod fügt die Option hinzu, automatische Bewässerungen in Fabriken und Plantagen zu aktivieren. So, wenn wir das jetzt hier aktivieren, kommt der Hinweis, möchten Sie das automatische Bewässerungssystem einschalten? Wenn dieses System eingeschaltet ist, wird das Wasser automatisch nachgefüllt und Ihr Konto wird mit den Gebühren belastet. Kann man aktivieren und dann heißt hier Wasser, Wasserwerk, das heißt also es ist aktiv. Damit kommen wir zu der letzten neuen Mod und zwar heißt diese Holzplantage, kommt von 19 Blue Dragon 83, Downloadgröße 7 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist zu finden natürlich unter Produktion und Fabriken. Ist diese Plantage hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 10.000 Euro, Unterhalt pro Tag 120 Euro. Diese Mod ist abhängig von der Revamp-Mod, das heißt, ihr müsst diese auch mit installiert haben. Hier wird hergestellt Holz, und zwar aus zwei Bäumen plus Mist plus Pflanzenschutzmittel gibt es 1.875 Bäume, das sind plus 250%. Ja, okay. Das ist doch mal eine gute Sache. Da kann man sehr schnell Holz herstellen. Und ja, das ist diese Anlage hier. Hier kommen die Setzlinge rein. Hier kommen eben die neuen IBC-Tanks rein. Man sieht, die haben jetzt einen Hahn unten. Das ist das, was vorhin in der vorderen Mod erwähnt worden ist. Ja, das sind die kleinen Setzlinge, die eben gepflanzt wurden. Tja, das war es dann auch schon wieder von den Mods von heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat dieses Mod-Video gefallen. Falls ja, dann lass doch deinen Daumen da. Möchtest du keine weiteren Videos dieser Art verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Möchtest du den Kanal unterstützen, dann werde Mitglied und hilf dem Kanal auch so finanziell weiter. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr das seht. Wir sehen uns demnächst wieder hier. Danke, tschüss und hasta luego.